Madeira ist als die immergrüne Insel bekannt. Sie liegt im Atlantischen Ozean, 900 Kilometer südwestlich von Lissabon und rund 600 Kilometer westlich der marokkanischen Küste. Diese optimale Lage schenkt der Insel das ganze Jahr über angenehm milde und frühlingshafte Temperaturen. Madeira ist ein schwimmender Blumengarten, welcher sich durch eine Mischung aus tropischen und mediterranen Pflanzenarten auszeichnet. Die eindrucksvoll zerklüftete Steilküste und die bizarren Felsformationen aus erstarrter Lava deuten auf ihren vulkanischen Ursprung hin. Wer mehr über die Entstehung der Insel erfahren möchte, der kann die Grutas in São Vicente besuchen. Ein aus Lavatunneln bestehendes, 400.000 Jahre altes Höhlensystem. In gut 30 Minuten wird dem Besucher inklusive audiovisueller Vorführungen die Geburt der Insel nähergebracht. Die schroffe vulkanische Landschaft trägt maßgeblich dazu bei, dass Madeira wenig von ihrer wilden Ursprünglichkeit einbüßen musste. So ist es auf Madeira schlichtweg einfach nicht möglich, den 10. Golfclub und Hotelkomplex neben Hotelkomplex zu bauen. Vielmehr drängen sich die kleinen Häuschen die schmalen Hänge hinauf, begierig jedes bewohnbare Fleckchen zu nutzen. Madeira zählt ca. 280.000 Einwohner, wovon fast die Hälfte davon in der Hauptstadt Funchal lebt. Die einzig wirklich gerade Fläche Madeiras ist der spektakulär in den Hang hineingebaute Flughafen. Kein Wunder, dass die ersten Seefahrer, welche die damals noch mit dichtem Dschungel übersehene Insel entdeckten, sie als unbrauchbar liegen ließen. Erst im Jahre 1419 kamen mit dem portugiesischen Prinzen Heinrich dem Seefahrer die ersten Siedler. Die dichten Wälder Madeiras wurden in Brand gesetzt und kleine, mit Stroh bedeckte Häuschen errichtet, so wie man sie an der Nordküste in dem Dorf Santana besichtigen kann. Auch die Landwirtschaft hat es nicht leicht auf Madeira. So ist die Nordküste, welche durch einen Gebirgszug von der südlichen Seite getrennt wird, oft feuchter und regenreicher. Um eine ausreichende Wasserversorgung der kleinen Terrassenfelder auch im Süden der Insel zu gewährleisten, wurden nach maurischem Vorbild Wasserkanäle, die sogenannten Levadas, angelegt. Diese Wasserkanäle, welche bereits ab dem 15. Jahrhundert entstanden, durchziehen heute mit einer Gesamtlänge von ca. 2000 Kilometern die gesamte Insel. Zu jedem Wasserkanal wurde parallel ein kleiner Wartungspfad mit angelegt, was das Levada-Wandern ins Leben gerufen hat. Levada-Wandern ist die beste Möglichkeit, um die Insel zu erkunden und in seiner mannigfaltigen Schönheit zu erleben. Gelangt man auf diesen Wasserwegen doch in alle Ecken der Insel. Und das Gute bei einer Levada-Wanderung ist, dass die Orientierung ziemlich leicht fällt. Einfach immer dem Wasserkanal entlang.
Eine lichtstarke Taschenlampe gehört beim Levada-Wandern auf alle Fälle mit in den Rucksack. Führen durch fast rund 40 Kilometer des Gesamtnetzes durch teilweise mehrere hundert Meter lange Tunnel. Levada-Wanderungen gibt es in allen Schwierigkeitsgraden. Von leichten Küsten-Levadas bis hin zu Levadas, welche ungesichert in luftiger Höhe entlang steiler Talflanken verlaufen. Und absolute Trittsicherheit, Erfahrung, Mut und Schwindelfreiheit erfordern. Dafür den Wanderer aber mit einiger Abenteuerlust entlohnen. Wer einmal keine Lust auf Levada-Wandern hat, für den gibt es eine große Auswahl an Bergwanderungen. Eines ist jedoch sichergestellt: Auf Madeira ist für jeden Wandertyp etwas mit dabei. Und wer einmal gar keine Lust auf Bewegung hat, der kann von dem Dorf Monte aus zu einer gemütlichen Korbschlittenfahrt starten.